Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass unsere Konferenz durch ein hochkarätig besetztes Podium bereichert wird. Ich begrüße als DisputantInnen drei Mitglieder des Deutschen Bundestages, die alle ein großartiges Engagement für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auszeichnet. Sie verbinden dabei in ganz besonderer Weise die außen- und innenpolitischen Perspektiven auf das Thema unserer Konferenz von Klima und Krise. Michelle Müntefering zu meiner rechten Seite, Mitglied der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages, hat als Staatsministerin hier im Auswärtigen Amt die internationale Kulturpolitik nachhaltig geprägt und prägt nun als Vorsitzende des Unterausschusses des Bundestages Diskussionen über die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Monika Grütters zu meiner Linken gehört der CDU-CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages an und hat als Staatsministerin und Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung zentrale Weichen der Kulturpolitik in Deutschland gestellt und hat unter anderem das neue Kulturgutschutzgesetz als zentrale Grundlage unseres Handelns auf den Weg gebracht. Daran war auch das DRI intensiv beteiligt. Erhard Gründel gehört der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen an und hat nicht nur die Brüsseler Erklärung für die Freiheit der Kunst mit initiiert, sondern richtet sein Handeln als engagierter Politiker und Mitglied auch des Auswärtigen Ausschusses genau auf die Schnittstelle von Außenpolitik und Kulturpolitik. Katja Piesker, die Sie gerade schon gehört haben, ist als wissenschaftliche Direktorin an der Zentrale des DRI in Berlin und hat sich als Architektin der Kulturgutretter und Bauforscherin ja bereits durch die Keynote vorgestellt und die Diskussion eröffnet. Sie hat dabei zugleich auch den Fokus auf die Kernfrage gerichtet, die bereits heute Morgen durch den Vortrag von Manfred Laubichler eröffnet wurde. Also was wir eigentlich heute auch tatsächlich handeln können. Und damit möchte ich direkt das Podium eröffnen und eine erste Frage an Frau Müntefering richten. Liebe Frau Müntefering, meine Frage richtet sich auf die Nachhaltigkeitsthematik und sie geht in die Richtung der Frage, muss auch die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auf Themen wie Klima und Krise reagieren und dabei auch nachhaltiger werden? Und was machen eigentlich nachhaltige AKBP-Projekte aus? Ja, wichtige, gute Frage. Erstmal schön, Sie alle zu sehen, viele von Ihnen auch wieder zu sehen. Und ich will direkt auf die Frage eingehen. Nachhaltigkeit, wenn man das nachschlägt, ich sag's mal einfach, ist ja, wir dürfen nur das essen, was wir auch wieder nachpflanzen. Das reicht aber heute nicht mehr. Wenn wir uns den Zustand des Planeten angucken, wie er ist, dann müssen wir Nachhaltigkeit als das begreifen, dass wir mehr tun müssen. Die Vereinten Nationen haben das genannt Build Back Better. Und das ist dringend nötig. Und AKBP und Nachhaltigkeit, ja, wir haben das, ich gucke den Erhard Gründel an, wir haben das zusammen verhandelt, das Kapitel für Kultur und für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik für diese Legislaturperiode. Und wir haben uns genau diese Themen auch vorgenommen, dass wir AKBP auch stärker mit diesen Themen verbinden wollen. Das ist angefangen worden in den letzten Jahren bereits, weil das natürlich die Klimakrise nichts ist, was etwas Neues ist, sondern es ist schon längst da. Und die Außenpolitik engagiert sich auch in Fragen des Multilateralismus und damit auch in der Klima-Außenpolitik. Denn es geht darum, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und wie kriegen wir das hin, dass unser Planet nicht bald komplett in Schutt und Asche liegt. Und deswegen braucht es auch die AKBP, weil sie, und Sie haben das gerade gesagt, wir müssen es ermöglichen und das ermöglicht AKBP, zivile Diskussionen darüber, wie wir dieses Ziel erreichen. Und es gab, ich habe es gerade schon gesagt, in den letzten Jahren schon Initiativen dafür. Ich darf sagen, dass ich ein bisschen mitgewirkt habe, aber vor allen Dingen haben diejenigen mitgewirkt, die hier sitzen. Ich habe gerade mich sehr gefreut, den Kulturgutretter hier draußen zu sehen, das Modell zu sehen. Ich weiß, Frau Fless, dass Sie in Modellregionen unterwegs sind. Und wenn es um das DAI und Nachhaltigkeit geht, dann fällt mir vor allen Dingen ein, das Deutsche Archäologische Institut als ältester Mittler der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist in sich, in seiner Arbeit bereits auf Nachhaltigkeit angelegt. Nicht nur, weil er die Themen behandelt, das kulturelle Wissen, Informationen weitergibt, die es zu
umzusetzen gilt und einzubinden gilt in politische Prozesse, sondern auch, wie sie arbeiten. Dass sie Gesellschaften vor Ort mit einbinden, als Beispiel, dass sie eben nicht in andere Länder gehen, ich sag mal ein bisschen graben und dann wieder weg sind, sondern dass vor Ort die Gesellschaften mit eingebunden werden. Das ist ein Prinzip der Nachhaltigkeit, das nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe das in den letzten 8 Jahren ja nunmehr gelernt, nicht nur hier im Auswärtigen Amt, sondern auch davor als Mitglied und Sprecherin des Unterausschusses für AKBP. Das ist etwas, was wir gar nicht hoch genug schätzen können. Und ich sag's mal vorweg als letzten Satz, jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, den Kulturgutretter zu retten, weil der muss nämlich auch finanziell gesichert werden. Ja, herzlichen Dank, Frau Müntefering. Sie gucken immer in Richtung von Herrn Grundel. Darf ich Ihnen denn dann eine zweite Frage stellen? Der Kulturpolitik kommt ja eine wesentliche Aufgabe auch in der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnis zum Klimawandel zu. Doch der Klimawandel kennt ja eigentlich nicht so richtig Ländergrenzen und auch im Grunde die Klimawandelforschung, das sieht man auch an Publikum hier im Saale, ist also ohne internationale Kooperationen nicht denkbar. Wie könnten eigentlich Innenkulturpolitik und Außenpolitik hier besser oder besonders gut am besten zusammenarbeiten? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und in der Tat, es ist eines meiner Herzensangelegenheiten, dass man die Bekämpfung des Klimawandels einfach von vornherein sehr intersektional betrachtet, weil alles andere wäre vergossene Milch, da würde man nicht weiterkommen. Das trifft auf innere und äußere Kulturpolitik zu, das trifft aber auch auf viele andere Bereiche zu, die man nicht voneinander gekoppelt sehen kann. Ich möchte es nicht verpassen zu sagen, dass die Vorgängerregierung einiges in Person von Frau Grütters, Frau Müntefering, vieles sehr Gutes auf den Weg gebracht hat. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass die Herausforderung jetzt ist, die Probleme, die ganz klar da sind in einer zunehmend unsicherer werdenden Welt, anzugehen, was es bedeutet für auch die Möglichkeiten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sie arbeiten können, weil Politik ist davon abhängig, diesen Input zu bekommen. Der kann nicht aus der Politik herauskommen, der kann nur im Dialog mit den Expertinnen, mit den Experten entstehen. Ich begreife Kulturpolitik, egal ob innen oder außen, immer als möglich machen. Die Aufgabe der Politik ist es, möglich zu machen. Und da ist der Punkt, den Michelle Müntefering angesprochen hat, natürlich der ganz zentrale. Es muss finanziell unterfüttert sein. Wir wissen alle, dass die nächsten Haushalte unter Druck stehen werden. Wir müssen uns die Ärmel hochkrempeln, um als gemeinsame StreiterInnen für dieses Anliegen das zu erreichen, dass wir die Relevanz, die das Thema hat, nach vorne bekommen, mindestens so weit nach vorne, wie es jetzt ist, auf keinen Fall zurückgedrängt bekommen. Und entscheidend wird natürlich sein, dass wir dann dieses Silo-Denken, das wir als Ampelkoalition auf jeden Fall festgelegt haben, dass wir das überwinden wollen, dass wir das auch breit in die Gesellschaft reinbekommen, dass jeder die Zusammenhänge erkennt. Und ich denke gerade, das Deutsche Archäologische Institut hat Möglichkeiten, wie es seit in der Vergangenheit aufgestellt wurde, jetzt hier auch noch weiter zu wirken. Und auch da geht es dann wieder zurück an uns. Das muss natürlich dann auch finanziell unterfüttert sein. Ja, Sie haben ja auf wichtige Akzente dieser gemeinsamen Arbeit hingewiesen. Und das ist ja auch eine Arbeit, die multilateral international passiert. Und Frau Grütters, die UNESCO-Welterbe-Konvention wird ja im November 50 Jahre alt. Also eigentlich ist seitdem es ein fester Konsens international, dass Kulturerbe schützenswert ist. Viele Welterbestätten sind aber aktuell natürlich auch durch die Auswirkungen des Klimawandels bedroht. Wir haben heute gehört von Küsten, die wegerodieren, Permafrostboden, der auftaut in Alaska. Wir haben Beispiele aus Nordwestspanien, Nordostspanien gehört, Ampurias, was auch teilweise im Wasser versinken wird. Wir haben ganz unterschiedliche Facetten jetzt kennengelernt und
Eigentlich stellt sich ja die Frage, die auch am Anfang der Diskussion heute oder der Tagung in der Keynote aufkam, wie kommen wir denn dann auch zu einer besseren Umsetzung in diesem Bereich? Also was können wir wirklich faktisch tun? Ja, tatsächlich ist ja vieles von dem längst bekannt, was wir hier heute einmal mehr erörtern. Aber ich finde, wir müssen auch gar nicht so weit ins Ausland gehen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass Stonehenge nach 4000 Jahren jetzt wegen der anderen klimatischen Verhältnisse von Maulwürfen bedroht wird, die da den ganzen Boden völlig anders aufbereiten, als es dieses uralte Denkmal halt verträgt. Oder dass in Küstennähe andere Wellenmuster die Ausgrabungsstätten oder auch Kulturgüter generell zerstören. Dann haben wir es natürlich auch zu Hause mit ganz großen Katastrophen zu tun haben. Oder hier in Europa, ich sag mal, nicht nur der Brände wie in Anna Amalia oder in Notre Dame, egal wodurch sie ausgelöst werden, teilweise ja auch durch klimatische Veränderungen, durch andere Temperaturen und so weiter. Oder hier Erschütterungen, die Erdbeben, die Kulturgut zerstören, die Parks, die enorm bedroht sind und zerstört werden zurzeit durch klimatische Veränderungen und dann Zusammenbrüche des Kölner Stadtarchivs. Also wir hatten ja viele Katastrophen, Hochwasserkatastrophen in Dresden, auch alle schon bei uns zu Hause. Und da war dann die Kulturpolitik hier im Inland natürlich auch gefragt. Ich glaube, wir brauchen ein sehr gründliches, abgestuftes Verfahren. Das eine ist natürlich in der Tat das Bewusstsein für diese Gefährdung und auch, dass das von unserem eigenen Verhalten abhängt. Frau Müntefering hat es eingangs gesagt. Aber da haben wir zum Beispiel mit der Kulturstiftung des Bundes ein Programm aufgelegt wie Kultureinrichtungen, die ja immer auch Vorbilder sind, Innovationstreiber gesehen werden, kommunikative Einheiten, wie die bei sich selber anfangen, zum Beispiel ihren ökologischen Fußabdruck zu verändern. Die Corona-Krise hat übrigens, was dieses Verhalten und Bewusstsein dafür angeht, natürlich auch nochmal dem Problembewusstsein nachgeholfen, glaube ich, ehrlich. Aber damit fängt es mal an. Das Zweite waren natürlich konkrete Schritte der Digitalisierung gefährdeten Kulturguts. Dann aber natürlich auch und um es notfalls, wenn was passiert, besser restaurieren zu können. Dann natürlich die Vernetzung des Expertenwissens untereinander. Eben nicht jeder macht nur auf seiner Insel das, was für seinen Kulturbestand wichtig ist. Denkmäler müssen anders behandelt werden als Papiergut zum Beispiel. Oder wir haben mit Frau Schock-Werner in Notre Dame die Dombaumeisterin aus Köln als deutsches Angebot dahingeschickt, die eine Superexpertin in Glasrestaurierung und Schutz des Glases vor weiteren Erschütterungen ist. Aber da ist es einfach ganz wichtig, dass man dieses Wissen weitertreibt und besser vernetzt. Ja, und dann ist es natürlich am Ende tatsächlich auch eine konkrete Reaktion auf konkrete Vorgänge. Unsere Parks werden ganz anders natürlich jetzt bepflanzt. Oder wir haben diese Koordinierungsstelle zur Rettung schriftlichen Kulturguts eingerichtet und mit mehrstelligen Millionensummen ausgestattet, damit großflächig zum Beispiel Rettungsmaßnahmen wie Entsäuerung und so weiter, muss ich hier nicht ausführen, nicht nur an der einen Stelle Anna Amalia oder dann in Köln nach dem Einsturz, sondern tatsächlich als vernetztes Wissen bundesweit präventiv, aber auch für künftige Fälle vorgehalten werden. Da kann man sehr viel Konkretes tun, weil Sie mich nach der Umsetzung gefragt haben. Aber was mir ganz wichtig scheint, ist, das Bewusstsein dafür von vornherein in eine Arbeitsbeschreibung für tatsächlich Kulturinstitutionen, Verantwortliche mit einzupreisen, damit man auch schon präventiv arbeitet. Vom Bewusstsein angefangen bis hin zur Ausstattung auch der Kultureinrichtungen mit Nachhaltigkeitssummen, damit sie ihr jetziges Verhalten schon so ausrichten, dass es präventiv oder dann natürlich am Ende auch schützend da ist. Und weil Sie das abschließend Kulturgutschutzgesetz erwähnt haben, ich glaube, das war eben auch ganz wichtig, dass Deutschland sich endlich dieser Welterbekonvention auch durch eine konkrete eigene Gesetzgebung anschließt, auch wenn es manchen unbequem war. Und ganz nebenbei, das interessiert Sie ja auch, der Antikenhandel hat ja ziemlich
spontan dann auch aufgehört, was ein Beweis nochmal dafür ist, dass es alles nicht ganz astrein war. Und ich glaube, das war richtig, dass wir auch eine unbequeme Debatte ausgehalten haben. Aber an manchen Stellen kann man eben auch gesetzgeberisch was tun. Sie haben ja jetzt auf unterschiedliche Geschwindigkeiten auch hingewiesen. Das diskutieren wir auch schon den ganzen Morgen, dass natürlich eine Katastrophe, das ist so ein wirklich disruptives Element, wo man hat einen Brand, einen Einsturz, man hat ein Hochwasser. Beim Klimawandel reden wir aber über sozusagen so langfristige Vorgänge, die ja auch was Schleichendes haben, bis die Kippmomente kommen. Und jetzt entwickeln wir ja die Kulturgutretter, und daher meine Frage an Katja Piesker, die sind ja eigentlich gedacht, um in der Perspektive, es passiert im Ausland eine Katastrophe, dort schnell eingreifen zu können und helfen zu können, aber da geht es auch um Erdbeben oder so etwas. Gibt es denn da auch Perspektiven für so schleichende Vorgänge? Also bringen die Kulturgutretter letztlich auch irgendetwas für diese langfristigen Prozesse? Also ich habe, glaube ich, an einer anderen Stelle mal etwas lax gesagt, was schnell geht, geht auch langsam. Und ich glaube, das ist das, was wir beitragen können. Wir haben hinreichend gehört, dass die Wahrscheinlichkeit so akuter Krisenereignisse steigt. Also es ist grundsätzlich eine gute Idee, darauf vorbereitet zu sein. Aber das, was wir machen, würde ich als Ingenieur so ein bisschen als Prozessoptimierung bezeichnen. Also dass wir schauen, dass wir möglichst schnell, möglichst gut dokumentieren beispielsweise. Also möglichst schnell, möglichst gut sichern etc. Man sieht draußen zum Beispiel das vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum entwickelte Notfallkonservierungslabor, ne, was aber auch eine Einsatzmöglichkeit hat in Projekten. Wir überlegen, wenn es um die Dokumentation ging, es ging ja darum nach dem Motto, kann man das schneller machen? Wie kann man Kräfte bündeln? Die Frage kam vorhin mit auf in der Diskussion. Wie können wir Dokumentationstechniken auch noch optimieren? Wie können wir bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz, wir haben auch gehört, dass solche Krisenzeiten auch etwas sind, was Innovation auslöst, also was sozusagen auch ein Impulsgeber sein kann, um sich gegen die Krise zu stemmen, jetzt meine ich die weitergehende im Moment, ne? Und ich glaube, das sind die Aspekte, die in unserem Projekt auch eine ganz wesentliche Rolle spielen und die wir einbringen können. Wir haben auch natürlich eine Thematik, die ja durch auch die beiden Vertreterinnen rechts und links zu meiner Seite als Staatsministerin verantwortlich für auswärtige Kulturpolitik und auch Innenpolitik. Wir haben irgendwie das Problem, dass wir jetzt natürlich, weil wir auch zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes gehören, diesen außenpolitischen Blick haben für die Kulturgutretter. Aber die Frage ist natürlich, was auch uns hier im Saal interessiert, was erwarten Sie, wie wir zum Beispiel das Innen und Außen zusammenbringen? Denn wir haben die Notfallverbünde, die aber auch fragil organisiert sind und wir haben, die funktionieren, aber fragil sind und gleichzeitig haben wir die Initiative der Kulturgutretter. Aber es stellt sich ja auch die Frage, ob Sie zum Beispiel Fragen an uns haben, was Sie von uns als Daten, als Modelle oder auch als Kommunikationsformen wollen oder erwarten von der Wissenschaft oder den Kulturgutrettungsengagierten. Ja, wo fange ich da an? Also, ich habe gerade die ganze Zeit daran gedacht, wie hat das Innen und Außen eigentlich auch in den letzten Jahren zusammengespielt? Und der Kulturgutretter ist eigentlich ein maximal gutes Beispiel dafür. Denn Frau Grütters hat ja gerade erzählt, welche Katastrophen wir auch im Inland erfahren haben. Und nach dem Brand in Rio, da haben wir uns ja dann zusammengesetzt. Ich weiß noch genau, wie wir hier im Keller saßen in einem Raum. Und da waren dann die Kolleginnen und Kollegen aus Köln dabei und haben auch exemplarisch berichtet, wie sie eigentlich auch geholfen haben, als wir die Katastrophe in Köln hatten. Und dann kam ganz schnell die Idee auf, was ist eigentlich das THW? Was haben die eigentlich für Kräfte, diese Ad-Hoc-Kräfte dazu? Und ich finde, das ist deswegen so ein gutes Beispiel, weil wir zeigen, Sie haben gesagt, Strukturoptimierung. Wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Und das können wir und das müssen wir auch verbessern. Und dann ist die andere Frage,
Kommunikation, also ich sag mal, die Verbesserung ist nicht das sozusagen zu sagen, das ist schlecht, sondern wie schaffen wir Synergien? Also Demokratie und Klimaschutz braucht uns alle. Das ist jetzt nichts zum Zugucken, sondern wir müssen jetzt wirklich alle an diesen großen Themen arbeiten. Also das ist das eine, Strukturoptimierung. Das andere ist, was mich auch umtreibt als Abgeordnete in meinem Wahlkreis. Da habe ich das Bergbaumuseum zum Beispiel. Und wir haben in den letzten Jahren auch viel mit den Forschungsmuseen gearbeitet. Und die Frage der Wissenschaftsvermittlung ist auch etwas, wo ich glaube, dass die aktuellen Debatten, die wir auch weltweit führen, auch in Deutschland natürlich eine Rolle spielen. In der Globalisierung wird das Kleine wichtiger, das Konkrete vor Ort und das Internationale, die großen Zusammenhänge. Und wir als Abgeordnete sind gefordert, alles das zusammenzubringen. Und auch da spielt die Kultur und kann die Kultur eine ganz besondere Rolle auch spielen. Und das Deutsche Archäologische Institut hat das Wissen, hat die Kompetenzen, auch diese aktuellen Debatten mit zu begleiten. Und da gibt es Kooperationspartnerinnen und Partner, mit denen sie, das weiß ich, auch im Austausch stehen. Aber wie kann Politik das ermöglichen? Wie können wir als Ermöglicher dabei auftreten? Das ist sozusagen die Diskussion, von der ich mir wünsche, dass wir genau diese in den nächsten Jahren miteinander führen. Ja, wir brauchen tatsächlich, glaube ich, den Austausch. Wissenschaft ist ja generell ein internationales Business. Und ich glaube, von diesem, gerade wenn es um Krisen geht, und die Klimakrise ist nur eine globale Krise und das weiß ja auch jeder, sind wir von dieser Taktik des Herrschaftswissens, ich habe hier was erfunden oder hier läuft was gut, das behalte ich mal exklusiv für mich, damit wir einen Wettbewerbsvorteil haben. Ich glaube, dass diese Zeiten sind zumindest in Krisensituationen tatsächlich vorbei, weil es ja auch kein materieller Wettlauf ist. Insofern brauchen wir, glaube ich, ehrlich Vernetzung und Wissensvermittlung, damit mit das, was der eine erfolgreich praktiziert, dem anderen verfügbar ist. Wir haben zum Beispiel bei BKM dafür gesorgt, dass zum Beispiel, nur ein Beispiel, in der Provenienzforschung alles, was mit öffentlichen Geldern an Wissen erlangt worden ist, ins Netz gestellt werden muss und nicht für eigene Doktorarbeiten verwendet werden darf, beispielsweise, sondern da müssen die Quellen tatsächlich allen verfügbar gemacht werden, um möglichst schnell Ergebnisse für alle und für auch einem höheren Zweck dienend möglich zu machen. Das ist alles auch mit Zumutungen verbunden, aber glaube ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und es gab mal diese Initiative, die hat der Dario Franceschini entwickelt mit den Kulturkarabinieri weltweit, die natürlich jetzt auch tatsächlich so konkrete Kulturgutretter nach Krisen waren oder sind. Es gibt sie ja immer noch, die Blauhelme. Und ich denke, das sollte man im ganz wortwörtlichen und konkreten Krisenmodus tatsächlich erweitern. Da muss Deutschland dann auch was dazu tun. Aber es hat ja die Monuments Man und so weiter, Kriegserfahrung und in Depotverbringung und Unterschutzstellung und wieder neu bergen, alles das sind ja Erfahrungen, die werden weltweit gemacht. Und es ist wichtig, da sind Sie natürlich vom DAI diejenigen, die immer an der Quelle des Wissens, das woanders erarbeitet worden ist, sitzen. Sie sind ja eigentlich diejenigen, die Netzwerke knüpfen könnten. Und das ist, glaube ich, für uns, die ja willig sind, in der Politik Prioritäten ein bisschen anders zu setzen als bisher, weniger affirmativ, vielleicht mehr in nachhaltige Prozesse einzuspeisen, ganz, ganz wichtig. Wenn ich da nahtlos anschließen darf, also natürlich ist es so, dass es jeder weiß, Klimawandel und wie er uns bedroht, wie er unser kulturelles Erbe weltweit bedroht. Die entscheidende Frage ist natürlich immer, auch jeweils vor Ort, was ist es uns wert, dagegen zu kämpfen? Und die wird nicht nur in nach Ländern, das wissen Sie auch alle, sondern auch innerhalb jedes Landes anders bewertet von Gruppen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht die Verantwortung zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schieben, aber ich glaube, dass die Wissenschaft deutlich mehr Möglichkeiten hat, aus dieser Bubble auszubrechen, weil sie eine ganz andere Rezeption hat bei der Bevölkerung, als es die politischen AkteurInnen haben. Das ist, glaube ich, meine Feststellung nach 5 Jahren in der Bundespolitik. Ich glaube, wir sollten wirklich diese Intersektionalität unbedingt ganz nach vorne stellen. Wir sollten auch
das nach vorne stellen, dass Politik zuhört, dass Politik, ich sage es nochmal, ermöglicht. Und so begreifen wir zum Beispiel auch unseren Ansatz für Green Culture, ein Green Culture Desk, wo nicht die Politik sagt, das macht ihr und das und das und das müsst ihr machen, sondern das Know-how, das da ist, das Engagement, das da ist. Wie es Frau Piska gesagt hat, das ist so viel Wissen da, man muss es verbinden, man muss es natürlich unterfüttern, auch mit Ressourcen, dass man es dann vorantreibt. Aber ich glaube, das sehe ich als tauglichste Möglichkeit, schnell was auf den Weg zu bringen, um den menschengemachten Klimawandel irgendwie noch in den Griff zu bekommen. Und ich muss schon sagen, ein großes Problem ist natürlich, dass es, man sollte nicht über die, was geschehen ist, aber es hat halt einfach lange gedauert, bis es aufgenommen wurde, dass der Klimawandel uns so bedroht. Also ich finde diese Akzente, auch die Hinweise auf die Kommunikation zwischen politischer, wissenschaftlicher Ebene, ausgesprochen wichtig und ich denke, das wird auch die Diskussion heute noch bestärken. Eine andere Facette, die Sie auch am Anfang sagten, Herr Grundl, geht ja in die Richtung auch des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und was mich im Moment oder genauer gesagt Frau Piesker und mich in andauernden Diskussionen umtreibt, ist, wir haben ja in zum Beispiel den Kulturgutrettern diese hochinteressante Kombination einer Forschungseinrichtung, des technischen Hilfswerks, was irgendwo einen, ich sage jetzt mal, ist nicht ganz korrekt gesagt, aber einen staatlichen Kern hat, aber eine zivilgesellschaftliche Komponente hat. Ne? Also es gibt ja die ganzen Ortsvereine. Dann haben wir die Notfallverbünde, die im Grunde so eine Art Grassroots-Bewegung sind, die aus den Katastrophen, den Erfahrungen, zum Beispiel in Halle des Hochwassers da entstanden sind, wo dann die Betroffenen festgestellt hatten, dass sie nicht retten können, weil sie zum Beispiel überhaupt keine Gummistiefel haben und kein Verpackungsmaterial und das nicht klar ist, wo das Zeugs hingeht. Also fing man an, sozusagen so einen Mechanismus zu entwickeln. Und unsere Diskussion geht jetzt dahin, wo zwischen struktureller Verfestigung, Einbeziehen von Zivilgesellschaft, wie es ja auch im Klimabereich der Fall ist, und sozusagen Staat, also struktureller Verbündelung, ne, kriegen wir hin. Also wir eiern noch so ein bisschen rum, gebe ich offen zu, wie wir da Strukturen hinkriegen. Aber von uns aus wäre sozusagen ein Interesse an einer auch Diskussion, wie man die sozusagen etwas hinbekommt, was aus vielen, vielen Komponenten besteht, aber eben auch Zivilgesellschaft einbezieht. Denn die Kulturgutretter funktionieren nicht, wenn, also es kann ja nicht so ein Monsterinstitut sein, wo man am Ende lauter Mitarbeiter hat, die darauf warten, dass eine Katastrophe kommt, ne? Sondern es muss ganz ähnlich wie beim Technischen Hilfswerk einen zivilgesellschaftlichen Kern geben, der sich auch beteiligt. Und gleichzeitig muss es aber mit diesen anderen ganzen Dingen, also wir sind noch so ein bisschen ratlos, das vielleicht nur als Kommentar, ne? weil wir noch nicht so richtig wissen, wohin. Ne? Und es sind ja wichtige Akzente gesetzt worden. Wir haben die Kulturgutretter 2019 im Auswärtigen Amt begonnen, die Unterstützung von Sicherheitsleitfaden, Kulturgut und auch den Notfallverbünden ist dann auch vom BKM erfolgt. Sie sprachen die Zivilgesellschaft an, aber so wie wir das so auf in eins kriegen zu etwas, was dann wirklich nachhaltig funktioniert und die aber arbeiten Karte. Sie denn zum Beispiel mit dem Deutschen Museumsbund und der Nationalen Konferenz zusammen? Das machen die ja einmal im Jahr mindestens, nationale Konferenz zum Beispiel Kulturgut retten. Jetzt die inlandsbezogene Perspektive, aber die ist ja genauso wichtig für Sie und für uns. Und die haben sich da ja schon organisiert und da gibt es ja schon die nationale Konferenz und die haben ja auch schon einzelne Tools irgendwo etabliert, ob und in welcher Form die abrufbar sind im Einzelfall. Wie gesagt, immer dann, wenn Krisen sind, sieht man, gibt es wirksame Mechanismen oder müssen wir jetzt erst Gummistiefel kaufen? Aber da könnten Sie ja auf Ihrer
ich sag mal, vorpolitischen Ebene ja schon die Kontakte miteinander pflegen. Ich gehe davon aus, dass sie das machen, weil das ja eh ein internationales Geschäft ist, ne? Und wie gesagt, was wir versucht haben, ist über die KSB tatsächlich Kultureinrichtungen, weil sie halt einen Vorbildcharakter haben, weil sie auch einen Ehrgeiz haben an der Ecke, weil sie jetzt auch natürlich innovativ und avantgardistisch denkende Leute sind, die auch ihren eigenen Anspruch einlösen wollen. Gibt es dieses breitflächige Programm, den eigenen ökologischen Fußabdruck mal zu messen? Das macht ja, kann ja auch nicht jeder. Da gibt es ja Parameter, da gibt es Methoden. Und dann natürlich bekommen sie Geld, wenn sie klimaneutral sind. Also man muss das dann ja auch belohnen. Und man kann diese kleinen Mechanismen natürlich auch ein bisschen vergrößern. Und für uns in der Politik ist es vielleicht ganz wichtig, dass Sie sagen, könnt ihr uns mal mit denen zusammenbringen, damit wir wissen, wo es bei ihnen hakt. Also sie stellen jetzt genauso eine Frage wie wir. Aber der Goodwill ist ja zumindest auf allen Ebenen mal da. Ja, das Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Aber das ist ja genau die Diskussion, die wir brauchen. Und das finde ich auch eine maximal wichtige Frage. Also wie schaffen wir das Engagement der Zivilgesellschaft? Das heißt, wie stellen wir sicher, dass es auch nachhaltig vor Ort funktioniert, wenn es drauf ankommt? Und auch dazwischen. Und ich habe gerade gedacht an die UNESCO-Schulen, die wir haben. Es gibt ja, die UNESCO hat ja in Deutschland ein Netzwerk, das sind die UNESCO-Schulen. Die UNESCO hat auch die Welterbestätten. Auch da, bei der Frage von Welterbeauszeichnungen, gibt es ja immer das Kriterium der Nachhaltigkeit. Und da bedeutet Nachhaltigkeit eben auch nachhaltiges Engagement, auch für den Erhalt der Erbestätten. Und so. Sie wissen das alles sehr genau. Und die UNESCO als Partner mit in solche Überlegungen einzubeziehen, hielte ich für maximal wichtig, weil die natürlich Menschen kennen und haben auch in ihrem Netzwerk in Deutschland, denen der Kulturerhalt ganz wichtig ist. Das ist natürlich, da sind natürlich viele dabei, die sich dann für eine bestimmte Erbestätte lange engagiert haben, ob das Naumburg ist, ob das Augsburg ist und so weiter. Aber es gibt dort natürlich über die DUK in Deutschland, über das Büro hinaus, viele bereits ehrenamtlich Engagierte, die auch weiter Bildungsarbeit leisten. Also dann eben auch mit dem Nachwuchs, mit der nächsten Generation arbeiten. Und dann sind wir auch wieder bei der Schnittstelle Vermittlung. Schaffen wir es, auch eine junge Generation dafür zu interessieren? Ich glaube, da sind die Türen bei der jungen Generation offen. Ich guck wieder in deine Richtung, Erhard. Aber natürlich ist das so. Wir haben in den letzten Jahren die Fridays for Future Bewegung gesehen, die da aktiv ist. Und das war auch der Grund, warum wir ja auch kulturweit um die Komponente naturweit erweitert haben, dass man sich eben auch in Geoparks, in Biosphärenreservaten und so weiter jetzt als junger Mensch im Freiwilligendienst des Auswärtigen Amtes engagieren kann. Aber auch das kann eine Inlandskomponente entwickeln. Also wir haben kluge Leute und wir haben auch eine große Zahl an Zivilgesellschaft und ich habe gerade die Forschungsmuseen genannt, die zusammenzubringen, vielleicht auch zu einer gemeinsamen Konferenz dazu, genau zu dieser Frage, dass auch out of the box die unterschiedlichen Organisationen, Mittler, Verbände dazuzunehmen und dann innen und außen zusammenzubringen, das wäre vielleicht ein erster Schritt, aber das, wie gesagt, das ist eine Idee, die jetzt hier, auf die ich jetzt nicht vorbereitet bin oder auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Aber ich glaube, das ist genau die Richtung, in die wir gehen müssen und deswegen große Unterstützung dafür, in Deutschland Zivilgesellschaft auch dafür zu aktivieren, da mitzuhelfen. Und mich haben sie auf jeden Fall in den letzten Jahren immer wieder begeistert und das schaffen sie auch bei anderen. Ja, bevor Katja Pieska dann noch erklärt, wo vielleicht die Probleme sind oder mit wem wir gesprochen haben, Herr Grundl, Sie. Ja, also ich muss sagen, Frau Fletz, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie, so wie Sie gesagt haben, rotieren oder schwimmen. Also ich habe schon den Eindruck, dass das DAI einen Plan hat und vielleicht da noch breit aufgestellt ist, nicht schon den Tunnelblick hat. Aber ich bin da eigentlich schon, auch nach dem, was wir im Unterausschuss gehört haben, schon überzeugt, dass Sie da mit realistischen Vorstellungen rangehen, auch
was es dann wieder auf politischer Seite braucht, um das durchführen zu können. Sprich, wieder, wie viel Geld da nötig ist und dass es ohne dieses Geld auch nicht gehen wird. Den Aspekt mit THW, diese Schnittstelle, das begeistert mich sehr, weil es ist nicht nur, man gerät leicht in die Gefahr, dann die Zivilgesellschaft auch zu überhöhen, weil die ist auch keine homogene Masse, sondern wir haben auch schwierige Nationen auf der Welt, wo die Regierungen schwierig sind. Aber wir, also ich glaube dran, wir müssen halt dann die empowern, die guten Willens sind, die für die Werte stehen, wie Demokratie und Freiheit der Kunst, Freiheit der Wissenschaft und so weiter. Darum geht es mir. Und das hat natürlich dann auch unmittelbare Auswirkungen auf, wie wir die auswärtige Kulturpolitik dann aufstellen müssen. Also mir ist wirklich, ich wiederhole mich gerne, diese Intersektionalität zu überwinden und auch als Politik mal einen Schritt zurückzugehen. Und mir gefällt nichts so gut wie der Erfolg politisch. Das heißt, dass es Ergebnisse gibt. Dafür wählen mich die Leute, dass es Ergebnisse gibt, und die werden dann so ausgestellt, dass ich meine, das ist ein gutes Ergebnis. Und ich glaube, das erreicht man, und es ist die Zeit einfach, dass man sich nicht hinstellt und sagt, so und so und so und so ist es gut, sondern dass man erstmal zuhört. Und ich glaube, das ist ein allgemein deutsches Problem vielleicht, dass wir überall in die Welt hin, dass wir bei jeder Talkshow sofort die Erklärung da haben und vielleicht uns auch mal 10 Minuten Zeit nehmen sollten, zuzuhören und daraus dann das Bild zu schärfen, was man vermitteln will. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die Dringlichkeit allen klar sein müsste. Sie ist es nicht. Da bin ich absolut überzeugt, dass wir da auch gemeinsam noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und aber gleichzeitig eine sehr spannende Zeit, weil sie so herausfordernd ist. Also ich sehe das unterm guten Stern. Vielen Dank. Katja, möchtest du auf? Sehr gern. Also tatsächlich würde ich uns auch nicht als ratlos bezeichnen, sondern ich würde eher sagen, die Denksportaufgabe ist mit minimalem Aufwand eingefügt in das, was schon besteht, etwas Lauffähiges zu machen. Und das ist sehr viel Recherche, sehr viel Abstimmungsarbeit, sehr viel Vernetzungsarbeit. Wir sind ja allein 3 Institutionen, die zusammenarbeiten. Ne? Und Technisches Hilfswerk wurde genannt. Die Zusammenarbeit ist ja ganz bewusst darauf ausgerichtet, Räder nicht neu zu erfinden. Und kleine Anekdote, der erste Entwurf dieses Restaurierungslabors, da haben wir auch immer dann gedacht nach dem Motto, es muss auf eine Palette passen. Und dann kam der Kommentar, ja, aber in Aluboxen. In normierten Aluboxen. Das heißt, das Ganze wurde dann, ich weiß nicht, 2,5 Zentimeter kleiner oder so. Und das sieht man jetzt draußen. Genauso wie es dann gemeinsame Versuche gibt, wie kann man die Tische des Labors mit dem Zeltsystem des THW zusammenbringen. Also, aber das ist das, was sozusagen auch aufwendig in der Arbeit ist, sich aber lohnt, das genau so zusammenzubringen. Und eben, ich sage, die Denksportaufgabe ist, das Minimalpaket zu schnüren, das es zusätzlich zu dem braucht, was es schon gibt. Und vielleicht das auch noch, was ist spezifisch für den Auslandseinsatz notwendig? Ne? Also es gibt viel Kompetenz in Deutschland. Ein Aspekt, der uns allein stellt, ist diese Luftverladbarkeit. Also dass die Mensch und Material mit dem Flugzeug in kürzester Zeit irgendwo sein muss. Ne? Das stellt uns vor bestimmte Herausforderungen, das hat bestimmte Limitationen, schafft aber auch wieder andere Möglichkeiten. Und das, so verstehe ich unsere Aufgabe. Und ja, ich glaube, wir sind auch gut dabei. Also ich eier eben öfter rum, ich gebe es ja zu, weil das schon eine interessante Herausforderung und Denksportaufgabe ist, die wir jetzt auch gelernt haben bei den Fragen, wie wir den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen helfen können und auch da beitragen können zum Kulturgutschutz und der Aufbau von Logistiknetzwerken, die zentral, dezentral sind und so. Das ist schon auch für so eine Einrichtung, die 193 Jahre auf dem Buckel hat, eine ganz andere Facette von. Was wir heute auch intensiv diskutiert haben, ist, wir haben ja
also klimatische Veränderungen schon in der Vergangenheit und zum Beispiel in einer Aridisierungsphase vor 6000 Jahren war die Sahara dann nicht mehr grün mit Seenlandschaft und so weiter. Die Menschen mussten Oasenwirtschaft entwickeln, entwickelten Techniken von Brunnenbau und künstlicher Bewässerung. Aber zugleich bedeutet das natürlich auch, dass sich Gesellschaften ändern. Und ein wenig treibt mich auch um oder uns in unseren Diskussionen heute, wie müssen sozusagen, was kann auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auch beitragen zu so einem gesellschaftlichen Wandel, der ja sein muss, damit wir diese Probleme, die wir einfach haben, die Krise bewältigen. Also wo könnten wir da ansetzen und Instrumente finden? Ich habe gehört, Sie müssen früher weg, leider wegen Bundestagsfragen. Wollen Sie zuerst und dann? Ich will mich nur ganz schnell nochmal bedanken für die Diskussion. Ich tut mir sehr leid, dass ich jetzt schon los muss, aber ich gehe davon aus, dass wir uns wiedersehen und an dem Thema dranbleiben. Denksportaufgaben sind gut und was ich mir auf jeden Fall merken werde, was schnell geht, geht auch langsam. So viel Zeit haben wir nicht. Wir wollen das in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen. Das ist wichtig, dass wir einen Schritt weiterkommen miteinander, einen guten Schritt. Und das ganz Schnelle, was wie gesagt schon quasi vor der Haustür liegt, ist der nächste Haushalt. Und Frau Morgan ist jetzt gerade nicht da, Staatssekretärin, aber das ist natürlich auch ein Wunsch, der übrigens auch bereits in der letzten Sitzung, in der vorletzten Sitzung des Unterausschusses, Sie sehen uns ja hier in einhelliger Diskussion, auch so vermittelt worden ist an das Auswärtige Amt, dass wir das auch alle wollen, und zwar fraktions- und parteiübergreifend. Und auch das ist ein gutes Zeichen, dass wir uns wirklich über alle Fraktionsebenen hinweg dafür einsetzen, diese Instrumente weiterzuentwickeln, das auch gemeinsam mit Ihnen. Und es ist in der Tat so, Politik weiß längst nicht alles. Das heißt, wir brauchen Ihren Input. Und das ist ein weiterer guter Punkt mit der Denksportaufgabe. Die nehme ich jetzt mit nach Hause beziehungsweise in den Bundestag. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen. Vielen Dank, Frau Müntefering. Und genau, und Frau Grütters. Ja, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso gegangen ist. Ich fand es auch fast ein bisschen frech. Wir haben am Montag in der Sitzung festgestellt, dass wenn der Haushalt so bliebe, wie er auf dem Papier steht, Sie in Ihren Betriebshaushalten fast 20% abgesenkt würden, was natürlich zur Folge hat, dass solche Projekte dann nicht mehr weitergeführt werden könnten. Und zwei Tage später findet dazu eine große Konferenz statt. Also vielleicht ist es hier wirklich nur ein Missverständnis gewesen und das Geld wird wieder schön in den Haushalt draufgetan. Wie gesagt, da gibt es eine parteiübergreifenden Konsens. Aber jetzt noch mal zu Ihrer Frage, was können Sie tun? Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber ich glaube wirklich an die Wirkmacht der Bilder. Da haben Sie echt viel zu bieten. Also wenn ich bedenke, wie die ganze Welt erschüttert war von den Bildern aus Palmyra oder auch vom Brand von Notre Dame, dann sieht man, dass es gar nicht kognitiv, aber auf der emotionalen Ebene, und die ist ja ganz wichtig, wirklich ein weltweites Erschüttern gibt, wenn Kulturgüter, selbst diejenigen, mit denen man persönlich nicht jeden Tag in Kontakt kommt, aber die trotzdem als Menschheitskulturerbe eine ganz hohe Bedeutung haben, auch in den Seelen der Menschen, sage ich jetzt einfach mal so, dass man deren Gefährdung plötzlich vor Augen hat, natürlich auch die Bereitschaft sehr groß ist, darüber nachzudenken, was kann ich dafür tun, um das zu verhindern. Also man muss diese Bilder, das Wissen darüber auch visualisieren und einsetzen. Das ist eine Kommunikationsfrage, aber ich glaube wirklich, dass die wirkt. Und dass dann viele auch mehr verstehen, als wenn es eine abstrakte Diskussion ist. Was muss ich tun, damit demnächst Stonehenge nicht von Maulwürfen zerfressen wird? Also, aber da können Sie natürlich wirklich eine Menge beisteuern. Und das wirkt auch hier. Deshalb finde ich auch wichtig, dass man Innen- und Außenkulturpolitik da wirklich systematisch verzahnt.
Dem schließe ich mich natürlich total an, wenn ich sage, hatte ich ja vorher auch erwähnt, dass ich glaube, dass die Möglichkeiten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Vermittlung einfach haben, viel, viel weitreichender ist, als es politische Warnbotschaften jeweils sein können. Gleichzeitig ist es natürlich aber dann auch wieder eine Aufgabe für die Politik, eben diese Freiheit der Wissenschaft zu verteidigen. Und wir wissen alle, das ist auch weltweit unter Druck. Nicht jedem gefällt das, was die Wissenschaft nachweist. Und da sehe ich eine große Herausforderung aktuell schon, aber auch in den nächsten Jahren. Die wird zunehmen, weil es einfach um die Verteidigung von Pfründen geht. Und wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse eben dem entgegenstehen, dann werden sie schnell erleben auf allen Ebenen, dass es ihnen geht wie Leuten, die historisch geforscht haben zur Stellung der Hohenzollern. Und diese Art von Slap, diese Gefahr, Wissenschaft dann einfach zu unterdrücken, wenn sie einem politisch nicht passt, die sehe ich. Und da muss Politik dann, wir müssen da... Hat er keinen Erfolg mit dem Slap in Deutschland gehabt, ja. Ja, aber das war nicht von vornherein klar. Also das war für viele Betroffene ein sehr harter und existenzgefährdender Kampf. Und das ist so einfach nur als Beispiel Gefahren, die ich sehe, wo Politik einfach dann auch ins Handeln kommen muss. In Großbritannien gibt es Leute, die sagen, die Maulwürfe haben Stonehenge errichtet und jetzt reißen sie es wieder ein. Wollte ich nur mal sagen. Und Slaps gibt es in der engen britischen Medienlandschaft in der Tat mehr als hier, zum Glück. Aber wir müssen das gemeinsam verteidigen. Wollen Sie uns noch etwas als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Archäologinnen und Archäologen mit auf den Weg geben? Ja, versuchen Sie, Ihr Wissen so populär aufzubereiten, dass es zumindest im Einzelfall, meine ich das jetzt, in eine kommunikative Strategie passt, mit denen wir, ich habe das eben nicht ohne Grund gesagt, tatsächlich mit so sehr ikonisch gewordenen Bildern und Ereignissen natürlich auch ganz stark auf das Bewusstsein der Menschen, die nicht jeden Tag berufsbedingt damit beschäftigt sind, einwirken. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht unterschätzen, was das dann doch für ein Umdenken und auch Verhaltensänderungen bewirken kann. Wenn man dann an der richtigen Stelle auch einhakt und das über das akute Bild hinaus weiterträgt. Aber das brauchen wir. Mhm. Und da sind Sie gut für. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Herr Grundl, wollen Sie uns auch noch etwas mitgeben, bevor wir Sie auch auf dem Weg noch mal in unsere Ausstellung mitnehmen? Ja, ich muss leider auch rüber im Bundestag. Wir haben die Ukraine da, aber ich schaue es mir an. Auch da will ich jetzt das Rad nicht neu erfinden. Ich kann nur einladen, in den Dialog zu treten oder den Dialog zu intensivieren auf allen Ebenen, gerade zwischen Politik und Wissenschaft. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich möchte noch eins ergänzen, das kennt der Herr Grundl auch. Wir haben ja auch in einer so wirkmächtigen Szene wie dem Film, ja, international, jetzt den Ehrgeiz geweckt, Green Filming zum Stilprinzip zu machen. Und viele haben sich entsprechenden Initiativen angenähert und machen mit. Und weil sie auch nicht diejenigen großen Produzenten sein wollen, die da mit einem falschen Bewusstsein oder zurück oder auf der Strecke bleiben. Deshalb gibt es da Zusammenschlüsse und da gibt es auch immer wieder sichtbare Termine. Und da nutzt man dann auch immer große Ereignisse wie Filmfestivals dafür, um darüber zu reden. Ich glaube, solche kleinen Links, die muss man sich schaffen, auch für unser Thema und also das richtige Timing, die richtigen Initiativen, dann das Mitmachen großer anderer, sehr populärer Branchen beispielsweise. Und da kommt man dann aus der eigenen Blase, die tatsächlich so wichtig ist, aber natürlich auch verbreitert werden muss, ein bisschen mit raus. Also wir können da jede Menge Kontakte für herstellen, aber die ergeben auch dann Sinn. Ja, vielen herzlichen Dank, vor allem, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in diesem
Bundestagssitzungsmarathon heute die Mittagspause hier mit uns zu verbringen. Und ich denke, wir haben alle sehr viel mitgenommen von dem auch, was wir selber ändern sollten und können und was wir auch oder wie wir auch den gesamten Prozess, den wir nur gemeinsam in den Griff kriegen, auch unterstützen können als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und als diejenigen, die Klimawandelphänomene erforschen. Vielen Dank noch einmal, Frau Grütters. Vielen Dank, Herr Grundl. Fangen wir damit an.